Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Adin Mythos und wir spielen heute mal ein bisschen Clicker Heroes. Jawohl. Ich wollte euch ja mal das Gildending hier mal in Action zeigen. Ich hoffe, das hat noch keiner gemacht, wollte ich sagen. So, da ist der Boss. Der ist schwach gegen physisch. Und wenn alle heute schön drauf mitmachen, der hat schon mal draufgehauen. Ja, dann kann man da noch ein bisschen was rausholen heute. Und eventuell mal unser Upgrade machen. Mittlerweile ist die Gilde schon relativ voll. Ich weiß nicht, wie viele Leute reinpassen, keine Ahnung. Aber da sind auch eine Menge Leute drin, die schon verdammt viel haben. Und wie viel Schaden haben wir denn gemacht? Oh, voll wenig. Voll wenig. Aber nicht schlimm, ist ja auch egal. Hier ist der Legacy-Boss, sag ich mal. Hier. Gehen wir dem ein paar mit. Der Witz ist ja im Endeffekt, dass diese ganzen Leute, die hier drin sind, da sind viele bei, die sind viel besser als ich. So, das reicht aus. Ne? Ich muss ja erstmal warten, bis er da abgelaufen ist. Muss es ja nicht übertreiben, ne? Komm schon. Na, jedoch. So. Das ist definitiv. Mal kurz gucken. Was ist denn so mein Durchschnitt an Hero Souls? Das weiß ich gar nicht gerade. Aber wenn ich die Kosten so sehe, für einmal draufklicken und ich mache da 100 davon, ist das, was ich jetzt rausgekriegt habe, dafür ein Arsch. Dann kann ich das auch schon mitnehmen. So, meine tollen Freunde hier, die sterben hier andauernd, diese Idioten. Ich muss jetzt die erstmal alle wieder hochskillen, weil die sind ja teilweise schon lange tot hier. Also die sind alle neu, der ist auch noch neu. Die sind die letzten zwei, die noch übrig sind, also das ist. Das ist halt traurig. Ne, wie gesagt, die Gilde ist schon voll. Hier gibt es einen 300.000er, einen 150.000er. Ja, ich bin immer noch nicht viel weiter als vorher. Aber ich bin jetzt auf, wie ihr seht, auf Active umgestiegen. Das Problem am Active-Spielstil, wenn du diese Dinger hier benutzt, war das bei der letzten Runde so. Ich habe 10 investiert und habe nur, muss ich sagen, nur 2000 Ebenen gemacht, weil Klicks über diese Dauer ja nicht zählen. Das heißt, das ist eigentlich Verschwendung. Ich müsste Hybrid spielen, damit ich das vorspulen kann, damit ich auch den Idle-Bonus bekomme, der dann im Endeffekt dafür sorgt, dass diese Dinge auch wirkungsvoll sind. Ne? Nur die DPS an sich macht nicht viel aus, das reicht nicht. Das ist leider sehr, sehr traurig. Kann man halt auch nicht viel machen, das ist halt einfach so. Ihr seht, das läuft ja jetzt hier von selbst. Und alle paar tausend Dinger hier setze ich die Dinger einfach mal um und das war's. Ja, das läuft jetzt im Hintergrund immer mit. So wie früher. In CH2 musste man das ja nicht. Da war das ja immer noch. Da ist das ja komplett automatisiert, wenn man es richtig macht. Oder wenn man ein bisschen weiter ist. Aber hier muss man es halt offen lassen. Weil, wenn man nicht idelt, ist das halt ungünstig. Ja, ich bin halt mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn wir das hier upgraden können. Ich gehe davon aus, dass wenn alle draufhauen heute, das Ding auch stirbt. Das heißt, wenn jeder von denen jetzt noch raufhaut, ist das Ding auf jeden Fall tot. Ja, dann kann ich endlich mal ein Upgrade machen und vielleicht morgen übermorgen mal ein Video machen und mal gucken, wie der Schaden angestiegen ist. Ich gehe davon aus, dass es um 5 oder um 10 steigt. Und die Rewards werden auch immer größer. Der letzte Boss gab jetzt zum Beispiel schon 11 Rubine zurück. Und 200 von diesen Dingern. Und ich gehe davon aus, dass der dritte Boss jetzt hier dann schon 300 gibt. Und dementsprechend 12 Rubine. Wir werden dann sehen. Meine Outsider sehen aktuell so aus. Ja, es hat sich nicht viel verändert. Es ist eigentlich das gleiche, nur dass hier die DPS dazu kamen. Und ich will mal gucken, wie stark der Unterschied jetzt ist, weil mir wurde im Outsider-Kalkulator vorgeschlagen, auf aktiv oder hybrid zu gehen wenigstens, weil man da mehr rausholen kann. Wenn ich mir das mal angucke, das Ding hier läuft jetzt alles permanent, ne?
Hier habe ich ein Item angelegt, das, keine Ahnung, 10 Minuten dazu gibt oder so, wenn man mal vergleicht zu dem da. Das sind eigentlich beide gleich lang, die Skills, ne? Und dadurch sind die permanent an. Also das ist schon krass. Könnt jetzt im Prinzip auch noch hier noch so ein Teil drauflegen. Dann habe ich noch einen Autoklicker übrig. Und wenn ich das hier noch permanent laufen lassen könnte, das wäre schon witzig. Dann könnte ich alle wichtigen Skills immer laufen lassen. Und das hier ist so, ja, who cares? Ich habe auf jeden Fall beim letzten Restart, ich kaufe dann immer diese Dinger hier, habe ich ein bisschen gefailed. Ich habe Schrott gekauft am Anfang, der nicht wirklich was gebracht hat. Und habe dadurch 150 Rubine ausgegeben. ja. Weil Klickschaden hätte einfach gereicht. Ne? Wenn man also auf Klickschaden geht, sollte man den als erstes kaufen hier. Wenn man dann dementsprechend hier den nochmal reinglotzen. Na, bin schon dann vorbei, wa? Die 50 Level hier. Das addet auf den richtig fett drauf. Und dann schafft man die ersten 140 Ebenen relativ instant. Dann hat man auch schon so viele Helden, Hero Souls, dass man relativ viel kaufen kann. Resetten und dann geht's sowieso. Ne? Sobald man instant auf Primal Souls geht. Sobald man sich also. Wo ist er jetzt wieder? Gott, ich habe das schon so lange nicht gespielt eigentlich, ne? Ihr wisst schon, wen ich meine hier. Der Primal Clops Kopf hier. Er hier. So, dann kauft man sich den und dann ist sowieso ausgesorgt instant. Und dann kann man nach dem zweiten Aufstieg gleich alle Dinger kaufen. Und durch das automatische ho schnelle Hochleveln geht das halt fix. Ja. Juti, ich würde sagen, so ein Quick Look auf diese ganze Sache ist okay. Ja. Wir haben jetzt hier noch, wie gesagt, die ganzen Leute. Ich bin also der Dritte in der Liste. Mal gucken, wie schnell ich die aufhole oder wie weit ich noch kommen werde. Das ganze Ding ist ja immer noch ungecheatet hier alles. Ich habe alle Rubine alle selber gesammelt. Wer das mal so verfolgt hat über die Jahre, was ich das da gespielt habe damals. Der weiß das, der sieht das. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute, ne? Wenn euch gefallen hat, könnt ihr mal so einen Daumen lassen oder mal einen Kommentar schreiben, wie ihr das ganze Gildenzeug und so findet. Ja, dann würde ich ganz simpel sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.